Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von City Skylines 2. Lasst uns reingehen, wir haben wieder viel vor. Und zwar wollen wir uns als erstes darum kümmern, dass unsere Bilanz mal wieder ein bisschen besser wird. Das können wir natürlich immer mit Steuererhöhungen machen. Allerdings kommt das natürlich auch nicht immer so gut an. Aktuell sind sie auch noch mit einem Minuspunkt am Meckern, dass die Steuern zu hoch sind. Die Wassergebühren und Stromgebühren übrigens auch, aber die lassen wir mal so. Aber wir können es natürlich auch damit machen, dass wir hier unsere Nachfrage befriedigen. Ihr seht, da ist so einiges, was nötig ist. Zum Beispiel auch Bürogebäude. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir haben ja beim letzten Mal ein Bürogebäude zum Test mal gemacht in hoher Dichte, wie hoch das ist. Gefällt mir nicht so ganz hier, muss ich sagen. Aber ich hoffe, denke mal, wenn wir das auf diese Seite setzen hier so ein bisschen. Viel Nachfrage ist da ja nicht, da wird es mir schon besser gefallen. Hier aktuell übrigens ist das Unternehmen Campine, das braucht Elektronik und Software und produziert Telekommunikation. Ja, und das ist auch der große zweite Part, den wir in diesem Video auch machen wollen. Nachdem wir uns darum gekümmert haben, haben wir beim letzten Mal ja zum ersten Mal erfolgreich Personen transportiert. Und ich denke, wir könnten uns hier einen Güterbahnhof erlauben, denn die Güterbahnhöfe sollen ja letztendlich dafür da sein, Waren schneller ins Ausland und wie auch immer zu transportieren und auch innerhalb natürlich der eigenen Stadt dann Waren zu transportieren. Also beispielsweise habe ich vorhin gerade mal verfolgt, dass hier ein LKW war und Gemüse geholt hat. Den braucht es wieder hier, um letztendlich Getränke herzustellen. Und dann sind die natürlich hierher gefahren und haben das hier rübergebracht. Ob wir das jetzt mit den Zügen unbedingt machen müssen, ist die andere Frage. Das kann man sicherlich mit weiteren Geschichten machen, also wenn es ein bisschen weiter weg ist. Aber ich hoffe mir einfach dadurch, dass der Transport ins Ausland besser wird. Deswegen würde ich mir hier vorstellen, dass wir hier wunderbar einen Güterbahnhof platzieren. Werden wir mal testen. Ja? Werden aber auch, und das ist auch so eine Sache, ich sage ja gerade, die sind von hier nach hier gefahren. Wenn wir allerdings jetzt Getreide von hier in unser Industriegebiet bringen wollen, ist egal in welchen, ja, dann müssen die eigentlich quasi durch die Stadt putzen. Und das ist jetzt nicht ganz so gut, deswegen habe ich mal die Kachel noch gekauft. Und hier können wir eine Brücke drüber machen und dann sind die wunderbar. Über diesen Kreisverkehr verteilen die sich in diese Industriegebiete. Das wäre also auch doch die nächste Sache, die wir machen. Wir starten aber mal mit Büro bzw. dann mit Wohnungen. Den Wohnraum würde ich hier nochmal schaffen. Wir werden hier nochmal ein Quarter entwickeln. Hier haben wir sowieso schon Gewerbe, dann wird das da auch nochmal von profitieren. Sind nicht zu wenige Kunden. Momentan wird da auch gar nicht gemeckert. Aber hier nochmal mittlere Dichte zu machen, glaube ich, als Abschluss so, das wäre eigentlich so ganz nice. Ja, gut, dann starten wir mal mit den Bürogebäuden, würde ich sagen. Wie gesagt, hier ist ja nicht viel Platz, aber die Nachfrage ist ja auch nicht so wahnsinnig groß. Deswegen war jetzt die Überlegung, ob wir jetzt hier einfach nur die Straße nutzen oder ob wir sagen, wir gehen da mit einer Straße noch rein, was ich grundsätzlich bevorzugen würde. Ja, das sollten wir auch machen. Und dann ist ja, wie gesagt, jetzt muss auch keine große Straße sein, aber insgesamt können wir dadurch sicherlich nochmal da hinten noch was machen. In der Nähe der Schiene, da will ja auch grundsätzlich sowieso keiner wohnen. Dann würde ich das mal hier enden lassen und hier auf der anderen Seite dann auch hier in Nähe des Parks. Ja, und dann haben wir doch hier ein bisschen Möglichkeiten, uns da auszutoben, geben das mal frei als Gewerbe. Jetzt, wie viele Kacheln hat der gebraucht, um so groß zu werden? 1, 2, 6 mal 6, okay. Hier haben wir ja die 6, 2, 3, 4, 5, 6. Denn ich möchte, das ist deswegen wichtig, möchte hier 2 freilassen, damit das jetzt nicht so wuchtig wirkt. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist schön. Das gleiche machen wir auch hier. 5, 6, so. Und dann stellen wir das dahinter einfach genauso auf. War die Idee, wobei das jetzt nicht ganz genauso ist. Fangen wir mal mit dem an. Der ist nämlich so. Bei dem verschiebt sich das durch die Höhengeschichten so ein bisschen. Dann würden wir das hier machen. 4, 5, 6. Das passt ja auch. Und ich würde vielleicht hier mal auf der Ecke so einen kleinen Park oder sowas oder einen Platz machen. Ne, wir machen das hier nicht. Weil, das finden die Leute ja bestimmt auch ganz nett, in der Pause mal sich da so ein bisschen zu relaxen. Da fände ich jetzt den Platz ganz nett für. Und dann direkt an den Schienen. Also das ist wahrscheinlich auch 4 zu 4 Platz, aber so nach und nach werden die Menschen ja jetzt bei uns klüger, weil wir ja endlich entdeckt haben, dass wir das blöde Budget nach unten hatten und deswegen konnten die Leute sich gar nicht entwickeln. War natürlich nicht ganz so clever, aber
haben wir ja rausgefunden. Ne, guck mal, das ist zum Beispiel falsch. Da müssen dann 4 hier hin. 3 und 3, wunderbar. Und dann machen wir direkt so einen Park. Entweder Park oder Platz. Ich könnte mir ja vorstellen, eher ein Platz so, ne? Aber der ist zu groß, haben wir auch gedacht gerade. So viel Platz haben wir dann auch nicht für einen Platz. Aber hier, ist doch perfekt. Zack. So, dann lassen wir mal kurz laufen. Dann dürften die Spiele hier doch schon beginnen. Weil die Nachfrage ist ja da. Tut sie natürlich wunderschön gerade. Naja, macht mal in Ruhe weiter. Das wird gleich schon, glaube ich. Das Gebiet kann kein schlechteres sein. Hier ist übrigens dann, und das ist ja auch zum Thema Güter, hier kommt gerade ein Zug an übrigens, mit 3 Passagieren. Das ist die RE1, die in unser Industriegebiet fährt, nimmt also 3 wieder mit. Und das ist die RE2, die fährt ja mit 10 Passagieren nach Gelbwölben. Ja, also von daher kann man übrigens hier dann auch sehen, in Gelbwölben warten jetzt 116 Passagiere. Ja, so nach und nach kommen sie. Guck, und schon bauen auch die ihre Bürogebäude. Alles tutti. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zum zum Wohngebiet. Wir haben noch 16.000 minus, das ist minimal. Aber ich denke mal, mit Wohnen kriegen wir das dann auch hin. Ich hatte hier die Idee, wieder ganz normal eine vierspurige Straße genau hier rauszusetzen. Und damit quasi zu verbinden. Jetzt sind wir bei 90 Grad, 91. Da sind wir bei 90 Grad. So, jetzt muss ich nochmal kurz zurück. So, perfekt. Perfekt. Und das gleiche dann auch nochmal in die Richtung. Da findet er aber gerade den Mittelpunkt nicht. Und schon ist es schräg. Jetzt aber gerade. So. Das wäre jetzt quasi ja schon alles, weil wir können hier zwischen nichts mehr machen. Aber dann haben wir auch ein bisschen Grünfläche. Das ist ja grundsätzlich auch gar nicht so verkehrt. Und da würden wir jetzt mittlere Dichte bauen lassen. Nochmal. Ja. Mal tutti completti. Erstmal hier. Dann ist die Dichte auch schon wieder weg. Und ich würde hier zwischen dann auch mal... Wo haben wir das letzte Parkhaus? Das würde nämlich jetzt hier genau passen. Dass wir hier so ein unterirdisches Parkhaus hinmachen. Da oben und da. Ja, dann wäre das ja richtig. Also müsste doch eigentlich funktionieren. Ja, tut's auch. Ich würde es sogar mal hier hinsetzen und würde jetzt hier die Geschichte wegmachen. Beziehungsweise nur so wegmachen, dass da nur diese Vierer-Geschichten entstehen können. Dann haben wir da ein bisschen Platz, beziehungsweise rein theoretisch ja auch Fünfer, wenn es denn das gibt. Dann haben wir nämlich hier eine Kachel und eine Kachel frei. Und das sähe dann wieder ein bisschen besser aus. Gut, die sind auch erstmal versorgt. Dann ist das zweite Punkt erledigt. Das Gewerbe ist die große Frage, was wir damit machen. Also wir haben ja jetzt hier Gewerbe entstehen lassen. Da fehlen aber teilweise schon die Kunden. Die Bürogebäude wachsen und gedeihen. Wir wollen übrigens hier neben, das glaube ich, das habe ich auch noch nicht freigegeben, dann dichtes Wohngebiet machen, aber nur mit den Geschichten. Also sprich, so wie wir es hier haben, 3x6. Das dürfte 1, 2, 3, 4, 5, ja genau. 3x6 dürfte sich jetzt hier noch entwickeln. Immer mit 2 frei. Das kommt ja auch alles immer so nach und nach. Das ist ja, da könnten wir einen Park zwischensetzen. Ja, dann fangen wir mal hier an. Manchmal ist man da gar nicht in dem Thema und dann kommt dann auf einmal da irgendwas. Und dann nehmen wir das Bürogebäude. Komm, das können wir jetzt wegnehmen, weil die haben da noch ein bisschen Platz. Das ist zwar bitter, aber es ist so. Ich möchte das da nicht haben. Dafür machen wir wieder hier nochmal so ein 3x6. Und dazwischen, wie gesagt, entweder... Park haben wir ja jetzt auf der einen Seite. Was gab es da noch? Ein Hundepark zwar, aber die Feuerstelle haben auch noch nirgendwo gebaut, ne? Das aber, wir machen irgendwas Sportliches hier rein. Ja. Einmal so diesen Freiluftpark. Der würde mir auch gefallen. Dahinter, wenn es sich dann entwickelt hat, ein paar Bäumchen und alles ist gut. Ja, so sieht's aus.
wenn hier Büros entstehen und die ein bisschen Platz haben. Ich finde das aber auf jeden Fall ganz gut. Was sind da momentan für Sachen? Finanzdienstleistungen, die brauchen zum Beispiel Software. Die brauchen oder produzieren Software. Perfekt. Elektronik brauchen sie dafür. Die produzieren Finanzdienstleistungen, die wiederum Software, die Medien und die auch Software. Und da ja hier dieser Bahnhof in der Nähe ist, der ja meiner Meinung nach hier einen Güterbahnhof mit dran hat, weiß ich gar nicht. Da übrigens kommen gerade wieder die 212 Leute aus Gelbwölben. Das ist ja mal sehr interessant. Steigen die denn auch alle aus? Das ist immer so die Frage. Ja, natürlich. Und 26 Haustiere. Ja. Also, das dann wäre ja die Idee, dass die das hier auch anliefern. Das ist ja dann alles in der Nähe. Ne? Apropos, wo wir gerade dabei sind. Jetzt übrigens mittlerweile sind wir wieder im Plus. Also, das hat auf jeden Fall schon mal leicht gefruchtet. Und Büro wird weiter gefragt. Guck mal, was da für eine Nachfrage ist. Da müssen wir uns später drum kümmern. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen Industrie im neuen Industriegebiet machen. Aber bevor wir das tun, gehen wir mal kurz hier hin und machen nochmal die Gleise nach dahin zu Ende, habe ich so gedacht. Denn vielleicht wollen die Leute ja oder der Zug ja auch da hinten hinfahren. Also sprich in die nächste Nachbarstadt, die ja da irgendwo ist. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, wir müssen doch so bleiben. Ja, so ist es, wie ich es gerne hätte. So, und dann wäre noch die Frage, ob das dann funzt oder ob da jetzt gleich was stört. Na, es geht noch. So, jetzt hätten wir nämlich die Möglichkeit, dass die auch von da kämen, wenn dann da Züge kommen, die nicht von uns sind. So, und Industriegebiet hatten wir ja hinten neu aufgebaut, aber natürlich noch längst nicht ausgeschöpft. Und da der Balken da ja auch wieder groß ist, werden wir das jetzt weiter auch hier machen, dass das schon mal entstehen kann. Und hier muss man natürlich langfristig jetzt mal eben kurz gucken, wo wir dann dort einen Güterbahnhof auch hinbringen. Jetzt haben wir ja einen Passagierbahnhof hier hin. Aber wenn wir da diese Thematik fahren, dann müsste da natürlich auch ein Güterbahnhof hin. Und ich könnte mir vorstellen, hier vorne ist ja zum Beispiel auch ein Gut, nämlich Metallerz, dass wir das vielleicht hier an diese Straße setzen. Da müssten wir die Kachel kaufen, damit wir da durchkommen. Und dann könnten wir ja natürlich wunderschön hier anschließen. Man muss übrigens bei Güterzügen, die sollen relativ lang sein, das werden wir ja vielleicht hoffentlich heute noch sehen, auf die Kurven achten, dass die da nicht so, weil die in den Kurven etwas langsamer fahren und sonst nicht durch enge Kurven kommen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wiederum sagen, das würde nämlich gerade hier passieren, denn wenn wir die hier rausholen wollen, nach Gelbwölben schicken, dann haben wir hier eine Megakurve, ne? Das ist natürlich jetzt nichts, also nach uns sozusagen könnte es klappen, ne? Aber nur mal vorausgedacht, deswegen würde ich nämlich mal sagen, wir lassen dieses Gebiet auf jeden Fall frei. Hier haben wir ja zum Beispiel sowas, was brauchen die? Die haben eine Lagerart, ist hier Getreide zum Beispiel, ist ein Lager für Getreide. Die wiederum benötigen Getreide, weil sie produzieren Getränke. Und die wiederum, das kann gemietet werden, ist leer gerade aktuell. Und die wiederum benötigen Holz, produzieren Bauholz. Ja, und dieses ganze Bauholz und Getreide und Getränke und so weiter, das muss ja auch irgendwo hin transportiert werden. Ja, optimalerweise natürlich ins Ausland. Ja. Oder in unsere eigene Gewerbe, wie auch immer. Ja, also grundsätzlich finde ich den Platz hier gut. Ich frage mich zwar, wie wir wirklich nach rechts kommen, aber vielleicht können wir dann unterirdisch, kann man ja auch bauen, können wir da noch ein Gleis machen. Das müssen wir uns mal ausfrimmeln. Ich lasse den mal frei, ist glaube ich hier gesehen der beste Platz. Und dann gehen wir jetzt hier noch in Industrie rein und sagen, okay, ihr dürft euch hier noch weiterentwickeln. Was uns ja letztendlich auch Money bringt. So. Wollen wir hier noch eine Straße reinmachen, hatte ich mich gefragt. Ist ganz unabhängig davon, kann sich hier aber erstmal was entwickeln. Und die machen wir jetzt auch mal fertig, diese kurvengesäumten, was war das jetzt? Kurvengesäumten Kacheln. So. Aber das will fast nicht aufhören, das geht immer weiter mit den Industrien. Ja, wie gesagt, man könnte hier noch eine Straße reinmachen. Man könnte die Straße auch abrunden, indem man von hier weitergeht. Ich versuche ja auch immer wieder mal, es so ein bisschen anders zu machen von der Bauweise. So.
wäre das dann. Frage ist, ob das hier eine Sackgasse bleibt oder ob wir irgendwohin andocken. Ne, das bleibt eine Sackgasse. Das ist auch nicht schlimm. Und hier halt ein bisschen, Blümchen rein. Wobei Blümchen im Industriegebiet, wie gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, im ersten Teil wurden die dann, haben die sich gar nicht entwickelt, beziehungsweise sind die dann, ja, verrottet, sage ich jetzt mal. Das weiß ich gar nicht, ob es in dem Teil auch der Fall ist. So, das wird sofort angenommen, wie ihr seht. Wir haben ja auch grundsätzlich viel Überschuss, was wir in einigen Sachen produzieren. Und dadurch wird natürlich auch... Ich mache aber jetzt hier mal Schluss. So, jetzt hier noch und dann... Ja, komm. Ja. Der Balken ist auch ziemlich unten. Sehr viel Überschuss in den ein oder anderen Sachen, hier in der Produktion. Ne? Also hier zum Beispiel Holz haben wir viel, Öl haben wir sehr viel, dann hier Kohle haben wir viel, Erze haben wir viel. Also da ist ja schon mal ein ganz guten Draht, den wir da geschaffen haben. So, jetzt haben wir erstmal dafür gesorgt, dass wir ein bisschen Plus haben, 200.000 sogar, ein bisschen ist gut. Läuft wieder ganz gut. Dann lass uns jetzt mal gucken, dass wir den Güterbahnhof setzen, bevor es dann natürlich immer, immer weitergeht. Der Güterbahnhof kostet natürlich auch Geld, das muss man sich auch erstmal anschauen. Ich glaube, was war das? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Da ist er. 30.000 im Monat. Ne? Also auch das kostet Geld. Der ist übrigens von der Größe her, passt er hier perfekt hin. Bevor wir den allerdings dahin setzen, ich kann mich auch wiederum am ersten Teil erinnern, dass da einiges an Stau so entsteht, würde ich sagen, dass wir hier die Straße vergrößern. Das wäre nämlich die beste Chance. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht danach von da hinten rankommen. Wie ist denn, wo sind denn die Zugänge? Sieht man das? Ah, ich glaube, also so offene Stellen gibt es an allen Seiten. Also vorne wie hinten. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir nachher mit dem Zug da drüber kommen. Aber wenn wir dann ungefähr so hier landen, dann könnten wir hier mit einer... hier noch mit einer Straße rauskommen, um dann das da hinten zu bevölkern. Ja, also wir machen erstmal die Straße, die wir hier haben, größer. Ich hatte mir da vorgestellt, mal so eine achtspurige Straße asymmetrisch zu machen. Siebenspurig ist sie dann. Die gucken wir uns einfach mal an. Die haben wir auch noch gar nicht gebaut. Die überbauen wir einfach mal hier. Und die sieht ja dann so aus, dass die grundsätzlich 3 und 3 Spuren hat. Und auf einer Seite haben die eine Spur mehr sozusagen. So eine Abbiegespur oder Haltebucht. Ah ne, da guck mal, das ist ja die alte. Ist das nicht eine alte Haltestelle? Ah ne, das ist eine Haltestelle, ne? Hat sich aber direkt mitentwickelt. Ja klar, wir haben hier eine Haltestelle stehen. Aber ist ja gut. Wir haben auf jeden Fall da jetzt guten Platz. Und diese Straße, das ist ja auch unsere. Das ist ja von dem. Die müsste man rein theoretisch, kann man die auch so machen. Ja, kann man. Und die hier? Warum ist das so schräg geworden? Och, das ist ja ganz kauderwelsch. Ja, da darf aber auf jeden Fall keine Ampel sein, sehe ich gerade. Das müssen wir auf jeden Fall mal eben wegmachen. Wo war das? Straßen, das. Keine Ampel. Ist das so richtig? Ja, keine Ampel, Rechtsklick. So, ja, dann trauen wir uns das mal, würde ich sagen. Nach dahin können wir das immer noch erweitern, da haben wir ja schön Platz gelassen, also es würde grundsätzlich funzen. Wir gucken jetzt mal nach dem Güterbahnhof, setzen den jetzt mal dahin, wie gesagt, so ein bisschen, dass wir da noch rein können. Das sollte aber so funktionieren. Bam, jetzt sitzt er. So, so sieht das Ganze im Moped aus. Ein Gleis, das schließen wir natürlich jetzt gleich an. 8 Angestellte, Effizienz vorhanden, aktive Fahrzeuge 16. Kann ja auch noch gar nicht, weil noch nichts angeschlossen ist. So, wir haben nämlich ja hier unser Schienentrakt, der kommt ja hier hinten. Da ist jetzt echt die Frage wegen dem Kürfchen. Weil grundsätzlich wollte ich jetzt hier rüber, damit wir über dieses Dreieck kommen oder dieses Kreuz, wie auch immer. Fangen wir mal da an, dass wir das so hinkriegen. Ist das gerade? Ich sehe das gerade nicht. So. Da kommen wir schon mal drüber.
So, dann ist die sowieso die Frage, ob wir oben bleiben, weil wir nämlich da hinten sowieso über die Autobahn nochmal drüber müssten. Oder wir schließen halt hier an. Also das wäre die erste Anschlussstelle hier. Das machen wir auf jeden Fall schon mal und da können wir auf jeden Fall wieder runtergehen. Weil da ist aus meiner Sicht jetzt nicht so eine wahnsinnige Kurve. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Vielleicht ist die Kurve schon zu scharf. Wir können ja hier wunderbar ungültige Form. Zack. So ran. Ist die Kurve jetzt scharf? Also aus meiner Sicht nicht. Aber wie gesagt, das wissen wir auch gar nicht. Ja. Machen wir doch da mal den ersten Versuch. So, hier gehen wir ebenfalls runter. Also das ist ja auf jeden Fall nicht hochnötig. Aber da hinten nochmal. Oder aber unterirdisch. Wir gehen erstmal hier zurück. Wir würden jetzt hier... Was ist denn da überlappend? Ein Baum. Ja, mach den Baum doch weg. Sonst überbaut er doch auch alle Bäume. Jetzt. Warum auch immer er sich gerade mit dem Baum schwer getan hat. So. Letztendlich müssen wir jetzt eine kleine Kurve machen, aber dass wir an dieser Straße dran sind sozusagen. Oder an diesen Kacheln. So wäre jetzt der Ganze. Jetzt wird es spannend. Kommen wir da jetzt drüber? Ich würde mal von hier anfangen. Achso, das ist sowieso nur einspurig. Du musst tief anfangen, Freundchen. Hang zu steil. Aber wir können doch dann... Ah ja, ja, guck mal, dann können wir das doch so machen. Ist der denn dann schon hier drüber? Ja, wunderbar. Kommen wir doch wunderbar rüber. Und jetzt gehen wir nach unten. Jetzt ist nur die Frage, ab wann wird er denn jetzt hier so zweispurig? Dann werden wir es ihm sagen. So. Ja. Ein Signal oder sowas gibt es ja nicht, ne? Also guck mal eben nochmal da rein. Nö. Wird er anscheinend alleine erkennen. Auch das werden wir sehen. So, jetzt ist rein theoretisch es möglich, dass hier einer losdüst, weil das ganze Ding ist ja auch schon mit unserem Dings verbunden. Guck mal, wer hat denn da, liefert denn da gerade an? Das hätte ich jetzt gern gesehen, wer denn da schon irgendwas bringt. Aber hier ist auch schon, in dem Ganzen ist ja ein Lager und das ist schon zu 169 Tonnen gefüllt. Mit Möbeln, Metallen und Getränken zum Beispiel. So. Jetzt ist wieder die Frage... Und das frage ich mich tatsächlich jetzt so langsam wirklich ernsthaft, ob irgendeiner aus dem Ausland automatisch kommt oder ob das immer nur unsere Routen sind, die wir hier so erstellen. Ich meine, wir werden es ja sehen, wenn das Lager dann irgendwann mal voll ist und überhaupt nichts abgeholt wird. Das ist ja natürlich dann, dann haben wir die Antwort. So, machen wir immer noch Plus? Ja, gutes Plus, 70.000. Ich frage mich nämlich tatsächlich, da kommt auch gerade ein Zug, ich will nochmal ganz gern gucken. Ah ne, der fährt ins Zugdepot zurück. Das hat er ja ganz am Anfang auch schon mal gemacht. Verstehe ich auch nicht so ganz. Und er hier. Das zum Thema Signal. Die hängen ganz Tag hintereinander. 200 Leute aus Gelbwölben. Also das funktioniert so langsam. Man muss einfach nur mal machen. Ne? So ähnlich habe ich das jetzt auch mit dem hier vor. Aber ich überlege gerade, wie wir diesen Anschluss hier dran kriegen könnten. Wir könnten... Wir könnten von hier vielleicht unterirdisch werden und hier wieder rauskommen. Das würde ich jetzt gerne nochmal versuchen. Denn das Ganze plus 10 geht natürlich auch mit minus 10. Habe ich aber noch nie gemacht. So. Wenn wir jetzt sagen würden, du fährst jetzt hier, also erstmal machst du eine auf normal. Das gehört gar nicht uns. Ja, dann brauchen wir das. Dann brauchen wir die Kacheln. Brauchen wir sowieso alle nach und nach. Ob wir uns leisten können, ist die andere Frage. So, wieder rein. Erstmal eine normale
Tour hier raus. Oh, was da LKWs kommen. Ein Stückchen gerade. Und jetzt gehen wir auf minus 10 und werden unterirdisch. Und jetzt kann man ja diesen unterirdischen Modus einstellen. Ne, das ist er gar nicht. Der hier. Und kann jetzt sagen, wenn ihr das Klopfen übrigens für alle, die jetzt nicht regelmäßig dabei sind, hört, unter mir wird renoviert. Das war schon viel schlimmer, können sich die erinnern, die dabei sind. Jetzt ist nur ein Geklopfe, das ist ja noch einigermaßen erträglich. So nämlich. Bei minus 10 hätte der das jetzt nicht gemacht. Dann sagt er immer noch überlappend. Also er muss schon 20 Meter nach unten. Anscheinend. So, jetzt nochmal ganz kurz gucken. Da hinten müssen wir hin. Denn auch da wieder wollen wir die Kurven ja nicht zu stark machen. Das hat jetzt... Also, ich dachte gerade, der Pfeil wäre jetzt nur eine Einbahnstraße. Das ist aber zufällig von der Landstraße, der hochgeht. So, dann wären wir nämlich hier... Sind wir jetzt irgendwie so steile Kurven? Nee, ne? Dann sind wir nämlich unten drunter und jetzt können wir ja wieder nach oben kommen. Kurve zu eng, das sagt er uns jetzt gerade schon. Kurve zu eng. Also hier wird es jetzt gehen. Und hier würde er auch gehen. Müsste doch jetzt funzen. So, jetzt mal wieder oberirdisch. So sehe das Ganze aus. Also verbunden ist das jetzt. Ja, gut. Auf jeden Fall schon mal schön. So, was hat sich hier im Lager getan? 218 Tonnen. Getränke 16,7. Wir müssen uns mal eine Sache merken. Also Getränke 16,7. Das müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen laufen lassen und gucken, wie sich das entwickelt, würde ich sagen. Aber erstmal haben wir den Anschluss gestellt und auf jeden Fall finden die LKWs ja schon den Weg. Und hier ist auch noch kein Stau, also ich bin erstmal amused. Ich weiß zwar nicht, ob die da hinten auch ran müssen, wie gesagt, aber das hatten wir auch gesagt, das können wir auch noch eben machen, dass wir da eben auch eine Straße hinkriegen. Jetzt haben wir hier leider nur so einen kleinen Hang natürlich auch wieder. Mehrspurig. Bin ich im unterirdischen Modus? Nö. Warum sieht das so komisch aus? Ist das irgendein Bug? So, ich habe da einfach mal eine Trennwand zwischengeputzt. Aber... Das hat er so nicht gemacht. Ich glaube auch, erstens ist die Trennwand nicht gut und zweitens müssen wir, glaube ich, da rauskommen. Sprich, mit so einer Straße erstmal da raus. Dafür nehmen wir erstmal eine kleine. Aber hier ist ja auch nicht dieses Straßenzeichen, dass da irgendwas wäre. Nee, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Aber das geht gar nicht. Naja gut, wir könnten letztendlich hier hinten jetzt nochmal Industrie oder sowas hin machen. Aber die Spielerei braucht es gar nicht. Guck mal, der fährt jetzt hier rein. Da haben wir zum Beispiel einen, der hat 25 Tonnen Fahrzeuge geladen. Bringt die hier hin. Und wo kommt der her? Mal eben kurz, das würde ich gerne mal zurückvorziehen. Der kommt von ihm hier. Der bringt jetzt die Fahrzeuge nämlich hier rüber. Wunderschön, das ist doch genau das, was wir haben wollten. Und hier kommt schon wieder der Nächste. Der bringt jetzt zum Beispiel auch Fahrzeuge. Und der hier noch steht, der bringt auch Fahrzeuge. Also wir werden jetzt hier gerade mit Fahrzeugen belagert ohne Ende. 25 Tonnen, 25,7 und so weiter. Und die müssen irgendwann mal irgendwo hingebracht werden, wenn sie nicht selbst abgeholt werden. Aber wie gesagt, das werde ich mal beobachten. 16,7 ist die Zahl zum Thema Getränke. Dann machen wir es jetzt mal fest. Gut, aber das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ein bisschen weitergekommen, denke ich mal. Und machen da beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.